Previously on Life is Strange Before the Storm. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is wailing. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our Ariel. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real, if you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. Damit willkommen zu Life is Strange Before the Storm, Episode 3. Ich bin hier. I'm right here. Good. I need you. Okay. Wow, das fängt super, super spannend an. Also von der Inszenierung her ist super stark. Wende dich zu dem Fernglas zu, halte die Maustaste gedrückt und drücke S, um dich zu Rachel gesellen, okay? Dann machen wir das jetzt gemeinsam. Nur wir beide. Wir wollen die ganze Wahrheit wissen. Sehen wir wahrscheinlich Sarah, die noch junge Sarah vielleicht. Mal schauen. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. Okay,
Es fing also wirklich schon in der Highschool an, als sich Rachels Mutter in Sarah mehr oder weniger verknallt hat. Und es geht weiter. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Na, wenn uns das mal nicht so ein bisschen auch an Rachel erinnert, hm? Okay. Das Leben als Eltern. Mal schauen, wie lange das gut ging. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father. It's the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. Ja, was ist mit Sarah? Warum ging sie? Vielleicht kam sie mit dem Leben als Eltern nicht so klar. War vielleicht nicht ganz ihre Vorstellung. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything, even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Das ist alles sehr, sehr, sehr krass inszeniert. 100% atmosphärisch, super gemacht. Ja, und jetzt das große Wiedersehen. Und auch wenn ich den Vater anfangs nicht mochte, also diese Erzählung, das ist grandios, wie er das auch rüberbringt. So, und auf die Erklärung bin ich jetzt auch gespannt. What you saw at the Overlook, Rachel? It was true, we kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. But after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again. And again.
keep you safe. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Da haben wir richtig gelegen mit der Vermutung, dass sie jetzt auf einmal sie sehen will. Es grundsätzlich jetzt zu verbieten, ist natürlich so eine Sache. Ich kann verstehen, dass der Vater dagegen ist, ich kann es absolut nachvollziehen, aber Rachel ist ja jetzt auch kein kleines Kind mehr. Ich denke, das dürfte sie selbst entscheiden dürfen mittlerweile. Und deswegen würde ich jetzt eigentlich D sagen, aber ich finde das auch jetzt gerade noch ein bisschen aufdringlich. Ich nehme deswegen immer das andere. Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. Okay. I can't leave Rachel to deal with this alone. Ja, das muss man jetzt natürlich erstmal verarbeiten. Das ist schon harter Tobak jetzt. 15 Jahre lang hat sie lieber das Geld genommen. Sie war, vielleicht ist sie es noch, drogenabhängig. Jetzt auf einmal kommt sie wieder. Vielleicht geht es ihr wirklich besser. Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum sie auf einmal Rachel sehen will. James möchte das nicht. Trotzdem bleibt es ihre Entscheidung. Und naja, wir kennen sie ja schon so halb. Und Acadia Bay ist jetzt nicht so groß. Ich denke, eine Begegnung wäre möglich, wenn wir es wollen. Naja, okay, sehr interessante Aufklärung auf jeden Fall. Super inszeniert. Das war ein sehr schöner Auftakt für die dritte und leider letzte Episode. Wir haben somit natürlich auch die letzte Person hier noch in unserem Album. Jetzt kennen wir alle. Das ist Sarah. Was kann man über eine Frau sagen, die so mysteriös ist, dass ihre eigene Tochter bis jetzt noch nie von ihr gehört hat? James erzählte uns, dass Sarah drogenabhängig ist und sich auf eine Menge verrückte Scheiße einließ. Und mit Drogen meine ich Überdosis und Tod in einer Gasse. Nicht raucht mal einen Joint und guckt dabei ein Anime. Als Rachel ein Baby war, nahm sie Drogen, statt sich um Rachel zu kümmern. Die Dinge wurden so schlimm, dass James Rachel davon wegbringen musste. Das Komische ist, selbst als James von Sarahs furchtbaren Taten sprach, wirkte er immer noch auf sie fixiert, würde ich mal sagen. Man konnte sehen, welche Macht sie über ihn hat. Tatsächlich konnte ich nichts anderes, als an Rachel zu denken, als er davon sprach, wie beliebt und fasziniert Sarah war. Ob James es auch so sieht? Das würde natürlich auch umso mehr seine Angst erklären, dass Rachel in genau dieses mit ihr dann auch abdriften könnte, weil sie ja, ne, es gibt ja schon gewisse Parallelen zwischen Mutter und Tochter, also ich kann James schon verstehen, aber er kann es halt auf Teufel komm raus auch nicht verbieten, naja, mal schauen. Vielleicht hat er deswegen solche Angst vor ihr. Jedenfalls ist Sarah jetzt im Acadia Bay und will Rachel treffen. Nachdem sie jahrelang James Geld annahm, um wegzubleiben, will sie plötzlich eine Beziehung zu ihrer Tochter. James wirkt skeptisch und Rachel, ich kann mir nicht mal vorstellen, was sie gerade durchmacht. Ja, das
Ist ja auch nicht einfach. Beim besten Willen nicht. Was haben wir denn hier? Okay, das ist eine neue Seite, die lesen wir auch eben mal schnell. Vom 8.5.2010. Max. Ich dachte, das Merkwürdigste an den Ambers sei, dass sie wie normal sie sind. Sie wirken wie eine Familie aus einer schlechten Sitcom der 90er und ich tat mein Bestes, die Rolle der schrulligen und liebenswerten besten Freundin zu spielen. Ja, ich verzierte ein Foto von James aus der Zeitung am Kühlschrank, aber nur weil er so dumm aus der Wäsche guckte. Das Ziel war es, rein und rauszukommen, ohne eine Szene zu veranstalten, damit wir flüchten können. So viel dazu. Rachel konnte nicht einfach da sitzen und ihren betrügerischen Vater so arrogant tun lassen. Ich versuchte sie abzulenken und sie an unser Ziel zu erinnern, es hätte fast geklappt. Dann drehte Rachel durch. Ich schätzte, sie erträgt die Lügen nicht mehr. Sie erzählte ihrer Mutter, dass James mit dieser Frau rumgemacht hatte. Alle schrien herum und bevor ich mich versah, ging Rachel im Zerstörungsmodus auf den Tisch los. Dann kam endlich die Wahrheit heraus. Rachels Mutter ist nicht ihre Mutter. Rachels echte Mutter, Knutscherei. Ich umgehauen, Chloe die schrullig und doch liebenswerte. Und hier der perfekte Fluchtplan. Doch dazu wird es wohl nie kommen. Ja, wir gucken uns mal eben die Graffitis an, die es ab jetzt natürlich wieder gibt. Episode 3 und wir haben hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Graffitis. Das Land der Freaks wird wohl das erste sein. Das wird Land der Freaks... Das klingt nach einem Schrottplatz. Ich weiß nicht. Das wird auf jeden Fall nicht hier bei den Ampers sein. Der Folderplan. Porträt der Überlebenden. So viel dazu. Mehr brauchen wir erstmal noch nicht zu lesen. Jetzt haben wir noch eine Gruppen-SMS bekommen. Wo anscheinend die gesamte Schule drin ist oder so. Keine Ahnung. Von Dana erstmal. Rachel und Chloe, ihr, wo seid ihr zwei? Wir sind auf der Party der Besetzung. Ich habe Rachel schon 8 Mal getextet. Hey, ich glaube nicht, dass wir noch kommen. Chloe, du solltest kommen. Yay, Chloe, du warst du warst großartig, Süße. Hey, Chloe, super gemacht. Sogar Brooke, cool. Danke, aber ich kann nicht. Aber du warst umwerfend. Ich gebe sogar zu, dass Mr. Keaton ein wenig enttäuscht gewirkt hat, als ich aufgetaucht bin. Oh, im Ernst, komm einfach, bring Rachel mit. Tut mir leid, Leute. Es ist ja mittlerweile auch schon 12:45. Ja, wir haben jetzt definitiv Wichtigeres zu tun. Wir müssen für Rachel da sein. Warum hat Chloe gerade so die Hand gehoben? Ich weiß es nicht. Macht es jetzt nochmal Sinn, alles anzugucken? I hope tonight hasn't messed up Rachel's memories of family trips like this. Ja, die Kommentare sind natürlich jetzt unserem Wissen angepasst. Warte mal, was waren das für Suchanfragen? Haben wir das aber eigentlich nur... Nee, aber... The Tempest Show feels so far away now. Ja, natürlich. This is so painful to look at. So, da hatten wir ja... Inkognito-Tab, wie benutzt man Inkognito? Ja gut, wir haben 40 plus gesunder Lebensstil. So richtig definitiv fremdgegangen ist er nicht. Er wollte halt wissen, wie man Inkognito benutzt. Ja, okay, er hat sie geküsst, aber er hat sie auch erklärt. Aber man muss auch dazu sagen, das war jetzt seine Seite der Medaille. Wir müssen ja jetzt James jetzt nicht unbedingt bedingungslos glauben, solange wir... noch nie mit Sarah gesprochen haben. Okay, Sarah war bei Frank. Das deutet schon mal auf Drogen hin, aber wer weiß, vielleicht wollte sie auch nur Informationen haben. Und außerdem die Ermittlungen, ne? Wo Sarah drauf war. Dürfte ich mir das bitte nochmal angucken? Whoa. Sarah Gearhart is a known associate of that psycho who attacked Drew. Then again, so is Frank. Genau, also sie gehört irgendwie noch zu diesem Metier dazu. Obwohl sie halt 15 Jahre eigentlich weg war, ne? Naja, mal abwarten. Rachel only knew half the truth when she set that fire. What if she'd known everything? Also ich hoffe, es stört euch nicht, dass wir uns alles nochmal angucken, aber ihr merkt ja, dass jetzt alles komplett neu kommentiert wird von unserer guten Chloe. This seems like a James and Rose bookshelf. I can't imagine Sarah here instead. Ja, so von ihr
konventionellen Art scheinen James und Rose ja gut zusammenzupassen, wie er schon selbst sagte. Natürlich, vielleicht, ich glaube, jetzt mal an die Jungs, jeder kennt das doch, ne? Es gibt doch immer so die typische Beliebteste in der Klasse oder in der Schule, auf die fast jeder steht. Und ja, er hatte halt einen schönen, naja, weniger schönen Abschnitt eigentlich seines Lebens damit gehabt, auch wenn er auch nur sehr kurz war. Aber wenn seine Geschichte stimmt, seine Version, muss man es ihm ja hoch anrechnen, dass er dann doch lieber Rachel in Schutz gebracht hat und von sich dem Ganzen lösen konnte, obwohl Sarah, ähnlich wie Rachel, ja doch so eine gewisse Anziehungskraft hat. Aber Sarah war ja auch nicht glücklich. Ich meine, für sie konnte das ja auch nur gut sein. Sie hat das Geld genommen und sie konnte machen und tun, was sie wollte. Aber ob sie das letztendlich glücklicher gemacht hat, ich weiß ja nicht. I guess there's worse things than growing up around fancy stuff like this. Es ist einfach jetzt sehr passend und gut, wie sich die Stimmung nun angepasst hat. Es ist übrigens wirklich schon nach Mitternacht, 0.40 Uhr. Tja, der Tisch, der ist hin. Holy shit. Rachel completely destroyed that table. Aber das war auch notwendig. Denn dann packte James mit der Wahrheit aus. Sehr gut. Also ich werde wahrscheinlich hoch müssen zu Rachel. Hard to argue that Rachel would have had a better life with Sarah. But does that make what James did right? Hm. Ich meine, früher oder später hätte er es ihr ja sagen müssen. Aber er kann es jetzt nicht mehr verbieten, das ist Quatsch. It's so weird to look at this now. Natürlich hat man dann die Sorge, dass Rachel Ähnliches passieren könnte, aber das würde auch ohne der Mutter passieren, wenn Rachel das wollte. Da muss er seiner Tochter einfach auch irgendwie vertrauen. Mehr oder weniger. Can't believe I was feeling goofy enough to draw that just a few hours ago. Ja, da warst du ja auch noch im siebten Himmel, wenn wir mal bedenken, was kurz davor passiert ist. Ja, was sagt Rose? Ich weiß nicht, sie wirkte so, als hätte sie das gewusst. Natürlich weiß sie es, dass Rachel nicht ihre wirkliche Tochter ist. Das war ihr natürlich klar. Aber die Sache mit dem Kuss halt, ne? Okay, es war der traurige Kuss aller Zeiten. Er hat es ja versucht zu erklären, Abschiedskuss. Aber ich weiß nicht, wenn die war doch anscheinend immer schon die ganze Zeit hier, wenn er gegen sie ermittelt. Jetzt nach 15 Jahren ein Abschiedskuss. Ich denke, er konnte sich einfach nur nicht beherrschen, weil es halt immer noch so eine gewisse Anziehungskraft auf ihn spielt. Wurde ja auch beschrieben bei ihrer Personenbeschreibung. Okay, mal gucken. Sie scheint ja auch, sie spült gar nicht ab. I can't even imagine how she must be feeling. Bestimmt ziemlich grottig. Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Ich überlege gerade, ob ich... Eigentlich will ich beides sagen. Ich biete erstmal meine Hilfe an. Do you need any help with... anything? That's very kind of you. Could you get out the broom for me? It's in the breezeway. Door to the left of the fridge. Aber natürlich kann ich das machen. Darf ich mich jetzt noch entschuldigen für den Abend? Ich kann zwar nur indirekt was dazu, aber... Were you able to find the broom? Rachel took that pretty hard. I should see if she's okay. Bei Rachel sein ist unsere eigentliche Hauptmission. Na, wir können ja kurz der Mutter helfen. Die sieht echt fertig aus. Ja, der Mutter helfen. okay, machen wir darüber keine Witze. Es ist ja trotzdem, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn man von einer Frau aufgezogen wurde, dann ist das die Mama und bleibt die Mama. Nur weil es da irgendwo eine Tante gibt, die einen geboren hat und dann auf einmal aufkreuzt, macht das sie nicht zur Mutter. Aber das ist nur meine Meinung. Also deswegen, sie braucht sich da jetzt überhaupt keine Sorgen eigentlich zu machen. Das sollte ja Rachels Gefühle zu ihr jetzt definitiv nicht mindern. So, ich muss aufpassen, wenn ich die Treppen hochgehe, dann habe ich das mit dem Besen verkackt. Da hinten, nee, warte mal, wo war das jetzt? Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Ich bin auch nur so emotional geladen hier einfach, dass
Ich werde einfach gucken, welche Tür geht. Sag mal, wo? Ach, da hinten bestimmt. Da ist doch meistens eine Kammer. Ja, die haben wir auch letztes Mal noch gesehen. Die Besenkammer. Ein T-Shirt? Hey, cool graphic. Rachel was really getting rid of this. Du willst das jetzt haben? Wir können das nehmen. Sieht eigentlich ganz lustig aus. Selbst hier stiehlst du T-Shirts, ey. Mrs. Amber? Ah, okay. Can I have this? Oh, sure, Chloe. Rachel was going to give it away anyhow. Thanks. Finde ich schön, dass sie gefragt hat. Finde ich sehr schön. Okay, jetzt nur noch der Besen. Weiter rein komme ich eh nicht. So. Besen, Besen, seid's gewesen. Besen. Here you go. Thank you. I'm really quite glad that you're here. Thanks. But why? While Rachel's dealing with all of this, it's a relief to know she can talk to you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. Was nehmen wir denn? Super seltsam. Mir geht's besser als Rachel. Ja, das höchstwahrscheinlich. It's fine. Rachel's the one who's really upset. She has every reason to be. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Ja, diese Geheimnistuerei ist bestimmt auch nicht einfach für eine Mutter. James hat gelogen. Nein, das wäre jetzt unpassend. Wir kennen zwar Sarahs Motivation dahinter noch nicht so ganz, sondern nur James' Version, aber ihr sagen wir lieber das mit Sarah. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me. Or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Naja, Rose schluckt das Ganze mehr oder weniger und leitet es mehr von innerem heraus. I should check on Rachel. Ja. Natürlich verletzt sie es mit dem Kuss und so. Sie meint zwar, sie fühlt sich nicht angegriffen als ja mit einer 13-jährigen Ehe. Ich glaube auch nicht, dass sie sich diesbezüglich Sorgen machen muss. Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass... Wenn es denn wirklich wahr ist, was er meint, da jetzt alles hier aufgeben würde, was er sich aufgebaut hat mit ihr.
Sondern dass es, ja, es ging ja eigentlich mehr darum, eben, sie will das Kind sehen. Er möchte es nicht. Der Kuss, wie auch immer er zustande kam, aber ich denke nicht, dass die jetzt wieder anbandeln. Schon allein wegen den Hintergründen, die sie erlebt haben, besonders James. Wir werden ihn mal ansprechen. Wonder what James is thinking right now. Dafür, dass er in der zweiten Episode noch so ein emotionsloses Arschloch war, fand ich es jetzt aber echt schön, wie er mit der Wahrheit ausgepackt hat, mit der eventuellen Wahrheit. Und auch jetzt sieht man, dass es ihm doch noch ziemlich nachgeht. This must be hard for you too, Master Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. Beides sehr interessant. Was fürchten Sie, wird Sarah tun? I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt... Ich habe eigentlich jetzt nicht Lust, hier so die Kontra zu geben. That is something I will always do. Aber so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Ja. Wir werden es aber auf unsere Weise tun, jetzt nicht so, wie er es sich vielleicht am liebsten wünscht. Denn ich kann natürlich seine Angst absolut verstehen. Und wenn sie wirklich noch so dermaßen drogenabhängig ist... Better head upstairs. I don't think Rachel really wants to be alone. ...sind immer gewisse Risiken natürlich vorhanden. Dass er damals, als Rachel ein Baby bzw. ein Kind war, und sie hat lieber sich da die Spritze gegeben und so, absolut verständlich. Da kann ich ihm recht geben... Das ist zu gefährlich gewesen. Er hat das Richtige getan in dem Moment. Aber wie Chloe auch sagt, Rachel ist kein Kind mehr. Und die kann jetzt auf sich selbst aufpassen. Und ich werde definitiv als beste Freundin ihr, also mehr als beste Freundin eigentlich, auf jeden Fall das raten, was sie will. Und nicht seinen Willen da bitten. Ganz bestimmt nicht. Ja, so viel schon mal zu meinem Statement, wie wir handeln werden, denn es wird wohl jetzt dazu kommen, dass wir jetzt nach Rachel gucken, beziehungsweise erst im nächsten Part. Ich sag jetzt schon mal Tschüss, wir gucken aber noch so ein bisschen in die nächste Szene rein und dann geht's spannend weiter demnächst mit Let's Play Life is Strange Episode 3. Bis denne.
Rachel?